Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Unser München. Es geht um mehr als reinen Wohnungsbau. Es geht um die Entwicklung eines neuen Stadtquartiers. Und die Bauarbeiten im Prinz-Eugen-Park in Oberföhring im Stadtbezirk Bogenhausen schreiten zügig voran. Der größte Bauherr dort ist die GEWOFAG. Auf zwei neuen Baufeldern errichtet die Städtische Wohnungsbaugesellschaft nun weitere 140 Wohnungen. Es wird gebohrt, gebaggert und gebaut. Auf dem Areal der ehemaligen Pionierkaserne an der Cosima-Straße entsteht ein neues, attraktives Stadtquartier. 4.500 Menschen werden hier im Prinz-Eugen-Park künftig leben. In rund 1.800 Wohnungen, wovon allein die GEWOFAG mit mehr als 650 Wohnungen den größten Anteil hat. Unser Motto vom Prinz-Eugen-Park lautet ja bezahlbares Bogenhausen, und da setzen wir dieses Motto, denke ich, sehr gut um. Hier wird es eine sehr gute Durchmischung geben von 1 bis 5 Zimmerwohnungen. Das heißt, wir werden für Singles, für Paare, für kleine Familien und für große Familien hier Wohnungen, die echt bezahlbar sind, dann anbieten können. Die GEWOFAG bietet ihre Wohnungen hier in sämtlichen Fördermodellen an. Und die umfassende Barrierefreiheit im Prinz-Eugen-Park gewährleistet es künftigen Mieterinnen und Mietern, auch im Alter oder bei steigender Hilfebedürftigkeit in ihrem gewohnten Umfeld wohnen bleiben zu können. Für unsere Firma ist es das größte Bauvorhaben, das wir in Bau haben und auch in den nächsten Jahren im Bau haben werden. Bedeutet ganz konkret, dort gibt es 16 Baufelder, davon werden wir allein als GEWOFAG 6 bebauen. Und das ist uns auch immer ganz wichtig, auch von den soziokulturellen Einrichtungen, die hier erforderlich sind. Was verbirgt sich hinter dem Begriff? Das sind Häuser für Kinder, das sind Wohngruppen, das sind zum Beispiel auch Arztpraxen, die wir im Erdgeschossbereich dann anbieten werden. Also alles, was ein gutes Quartier ausmacht. Ein lebendiges und lebenswertes Quartier mit aktiven Nachbarschaften und kurzen Wegen. Das soll am Ende das Markenzeichen vom Prinz-Eugen-Park sein. Mit der bewährten Münchner Mischung. Das heißt, die unterschiedlichsten Einkommensgruppen leben gemeinsam in einem Wohngebiet. Die Fertigstellung der ersten GEWOFAG-Wohnungen ist für 2020 geplant. Gute Nachrichten kommen diese Woche von der Stadtsparkasse München. Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde die Bank unserer Stadt mit dem Testsiegel für das beste Private Banking in München ausgezeichnet. Unabhängige Bankentester haben 16 hiesige Banken akribisch unter die Lupe genommen. Dabei hat die Stadtsparkasse München die Gesamtnote 1,20 erhalten. In Zusammenarbeit mit der renommierten Tageszeitung Die Welt waren die unangemeldeten Prüfer des Internationalen Instituts für Bankentests wieder unterwegs. Und am besten abgeschnitten hat in der bayerischen Landeshauptstadt das Private Banking der Stadtsparkasse München. Der Testablauf gibt eine reale Beratungssituation wieder, bei der dem Berater eine Vielzahl von Informationen zur persönlichen und finanziellen Situation des Kunden gegeben werden, die es im Beratungsgespräch zu beachten gilt. Zur Beurteilung der Qualität des Beraters dienen 30 Kriterien. Besonders gelobt worden ist die Zuverlässigkeit, die Seriosität, wie wir an die Sache rangehen. Wir machen erst einmal einen Finanztest. Wir gucken erst mal, wo überhaupt die Kundenbedürfnisse sind, die Kundenbedarfe. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wir sind kein Produktverkauf, sondern wir schauen erst mal, was der Kunde braucht. Und das ist, glaube ich, letztendlich der Schlüssel zum Erfolg. Am Ende gab es die Bestnote 1,20 für das beste Private Banking in der Isar-Metropole. Neben der Stadtsparkasse München wurden auch 15 andere hiesige Banken mit durchaus klingenden Namen getestet. Unter anderem die Deutsche Bank, die Hypo Vereinsbank, das Bankhaus Lampe oder die Fürstfugger Privatbank. Unser Private Banking-Segment ist ja sehr vielschichtig und facettenreich, aber unser Beratungskonzept ist auf die Bedürfnisse unserer Privatkunden und deren Familien sowie Lösungen rund um das Vermögen für unsere Unternehmer ausgerichtet. Sicherheit und eine nachhaltige Steigerung in den jeweiligen Vermögensklassen sind für uns höchste Priorität in der Beratung. Und wir berücksichtigen auch die Wechselwirkung zwischen einzelnen Vermögensbereichen. Das fließt in die Beratung mit ein.
Und das ist nun schon die zweite Trophäe in Folge. Die erste bekam die Private Banking Abteilung im April 2017. Vor über 10 Jahren von Günther Zehner aufgebaut, ist das Team inzwischen auf 60 Mitarbeiter angewachsen. Das Herzstück der Beratung ist die stringente Finanzplanung, die 4 Phasen umfasst. Erstens Analyse, zweitens Konzept, drittens Umsetzung und viertens Check-up. Diese Folie soll Ihnen einen aktuellen Marktüberblick auch geben. Es sind sehr vermögende Kunden und die werden immer mehr. Wir haben schon ein paar Tausend bei uns hier im Kundenstamm, aber das werden täglich mehr und es freut uns, dass der Kundenstamm und auch der betreute Kundenstamm immer größer wird. Also wir haben natürlich primär gehobene Privatkunden, aber natürlich auch die Unternehmenskunden auf der privaten Seite. Also wir betreuen natürlich Unternehmen auch selber im Rahmen des Betriebsvermögens, aber genauso wichtig ist eine adäquate Betreuung der privaten Seite für Geschäftsführer, Gesellschafter, Prokuristen etc. Hier stehen die gleichen Themen im Mittelpunkt: Risikooptimierung, Risikostreuung. In einem jährlichen Strategiegespräch wird die aktuelle Ausrichtung der Kundenfinanzen überprüft. Jeder Kunde hat seinen eigenen Betreuer, der ihn auf Dauer begleitet. Trinkwasser ist unser Lebensmittel Nummer 1. Wir können es durch nichts anderes ersetzen. Deshalb ist der Wasserschutz auch so wichtig. Der Einsatz der SWM für den Trinkwasserschutz und die sichere Versorgung Münchens stand jetzt im Mittelpunkt eines Besuchs von Journalisten und Fachleuten aus ganz Deutschland. Der größte Teil des Münchner Trinkwassers kommt hier aus dem idyllischen Mangfalltal. Hier sind die natürlichen Bedingungen ideal. Das von den Stadtwerken München gewonnene Trinkwasser ist eines der besten in Europa. Das Forum Trinkwasser hat jetzt in Kooperation mit den SWM Journalisten, Blogger und Fachleute zum Dialog über Trinkwasser eingeladen. Dabei wurden wichtige Stationen der Wassergewinnung im Mangfalltal besichtigt. Die Münchner Trinkwassergewinnung ist aus meiner Sicht einfach so ideal, idyllisch gelegen. Und wenn wir Leuten Trinkwasserversorgung in Deutschland zeigen wollen, dann gehen wir am liebsten nach München, weil es einfach so überzeugend ist. Wenn die Welt oben in Ordnung ist, kommt unten einfach was Gutes raus. Wenn man letztendlich den ökologischen Landbau betrachtet, haben wir relativ viel dafür getan, dass oben die Welt in Ordnung ist. Wir haben über Thematik ständige Untersuchungen von Bodenwerten, eine Menge an Informationen, die wir auswerten und wo wir letztendlich Stellschrauben haben, um das zu verbessern. Bei dem Forum wurde das Thema Trinkwasser aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, kulturell und soziologisch. Es wurden Erfahrungen ausgetauscht und Herausforderungen diskutiert. Ziel muss es sein, das Bewusstsein zu schärfen, wie wichtig sauberes Wasser ist. Damit wir auch in Zukunft Trinkwasser quellfrisch aus dem Wasserhahn genießen können. Eine Wohnung zu finden ist harte Arbeit, besonders in München. Etwas einfacher haben es da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke München. Denn die SWM haben Werkswohnungen und sie bauen ihren Bestand weiter aus. Jetzt haben 19 weitere SWMler die Schlüssel zu ihren neuen Wohnungen bekommen. Es sind kaufmännische Angestellte der SWM, Fahrerinnen und Fahrer der MVG, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Verwaltung und Werkstatt, die hier einziehen. Beste Lage in Haidhausen, unweit vom Max-Weber-Platz. 19 nagelneue SWM-Werkswohnungen von 1 bis 5 Zimmern sind bezugsfertig. Ein weiterer Baustein der Ausbauoffensive Werkswohnungen ist vollendet. Wir haben ein richtig schönes Objekt hier hinbekommen. Und was mir noch wichtig ist, wir wollen eine schöne Ausstattung. Wir wollen daher keine goldenen Wasserhähne, darum geht es ja gar nicht. Wir wollen versuchen, kostengünstig wie geht zu bauen, aber gleichzeitig so nachhaltig und so dauerhaft wie möglich. Und es ist uns mit dem Objekt wieder einmal, nicht zum ersten Mal, hervorragend gelungen. Mit ihren Werkswohnungen steigern die SWM ihre Attraktivität als Arbeitgeber. Denn gerade auf dem schwierigen Münchner Wohnungsmarkt kann eine Wohnung zum Job ein wichtiger Grund bei der Entscheidung für die SWM sein. Die 19 neuen Werkswohnungen sind ein kleiner, aber genauso wichtiger Teilschritt in unserem großen Projekt. Wir werden ja in Summe in den nächsten 4 Jahren 500 neue Werkswohnungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bauen, an verschiedensten Standorten in der Stadt, in unterschiedlichsten Wohnungsgrößen, zum unteren Mietspiegel, und damit wirken wir auch preisdämpfend auf dem überhitzten Münchner Mietmarkt. Und ich glaube, für die heute anwesenden künftigen Mieterinnen und Mieter, unsere Mitarbeiter, haben wir einen großen Schritt in ein künftiges, schönes Zuhause getan.
Bis 2022 wollen die Stadtwerke München ihren Bestand an Werkswohnungen auf rund 1.100 steigern. Dafür investieren sie mindestens 120 Millionen Euro. Mit Shakespeares Sommernachtstraum ist das Münchner Volkstheater in die neue Spielzeit gestartet. Außerdem hat Intendant Christian Stückel in einer Pressekonferenz das vorläufige Gesamtprogramm vorgestellt. Mehr dazu jetzt in einem Volkstheater-Spezial in unserer Rubrik Veranstaltungen. Es ist ein etwas anderer Sommernachtstraum zum Saisonauftakt im Volkstheater. Ein regelrechter Albtraum bisweilen. Der Shakespeare-Stoff aus dem 16. Jahrhundert wurde mächtig entstaubt und in einen neuen, zeitlosen Rahmen gestellt. Die zentrale Frage: Was steuert unser Begehren im Hier und Jetzt? Wir nehmen den Titel sehr wörtlich. Wir sehen einen Theaterabend, der sehr stark an einen Traum angelehnt ist, weil der Regisseur Kieran Joel sich ganz besonders für die dunkle Seite des Traums interessiert hat und die dunkle Seite der Liebe. Also nicht den Sommernachtstraum, wie ihn einige wahrscheinlich schon gesehen haben, als leichte Komödie oder Freilufttheater, sondern eben ein bisschen existenzieller vielleicht. Liebeschaos, Zickenkrieg, Eifersuchtsdrama und Klimakatastrophe. Im Zauberwald spielen die Gefühle verrückt. Regie führt Kieran Joel. Nach Romeo und Julia seine zweite Arbeit am Volkstheater. Eine bunte Mischung aus Klassikern und zeitgenössischen Stoffen wird es in der Spielzeit 2018-2019 im Hause Christian Stückel geben. 10 Produktionen sind geplant. 8 davon stehen bereits fest. Dostojewskis Dämonen oder Dürrenmatts Physiker, aber auch kurze Interviews mit fiesen Männern nach David Foster Wallace oder Amsterdam von Maya Arad-Yassur. Es gibt kein Motto, das gab es früher an anderen Häusern häufig. Es gab so ein Spielzeitmotto und dann musste da alles passend gemacht werden und es hat mehr oder weniger gut funktioniert. Wir haben gewisse Koordinaten, nach denen wir probieren, unser Programm zu machen, aber das ist nicht das Motto, sondern es ist eher tatsächlich, dass wir versuchen, naja, das könnte den und den interessieren, das ist thematisch interessant, das ist das, was wir unbedingt brauchen, das ist das, was wir für unsere jetzige Zeit wichtig halten, aber es gibt kein Motto, es gibt tatsächlich keins. Der Intendant selbst hat sich erneut für Ödön van Horvath entschieden. Glaube, Liebe, Hoffnung hat am 30. November Premiere. Vielleicht hat mir der Titel das mal angesprochen, Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich glaube, das ist das, was wir gerade brauchen irgendwie so. Also weil ich im Augenblick zweifle ich schon sehr an unserer Gesellschaft, hat aber letztlich noch wenig mit dem Stück zu tun. Wobei man schon das Gefühl hat, also gerade also, was da in der Weimarer Republik so, dass es im unten so kächelt hat, dass die Leute so nicht vorwärts kämpfen sind, das Ding. Man hat manchmal das Gefühl irgendwie so ist eine ganz andere Situation, aber im Augenblick haben wir ähnlich. Obwohl wir immer sagen, uns geht es doch alle gut irgendwie, köchelt es bei uns auch gerade auf eigenartige Weise. Und vielleicht hat dadurch das Stück auch Bezug zu heute. Außerdem wird es in dieser Spielzeit wieder über 50 Konzerte, Lesungen, Diskussionen und Konzertabende geben. Und die nächsten Vorstellungen von Shakespeares Sommernachtstraum sind am 1. und 12. November. Fragen sich, ob du noch ganz bei Trost bist! Ja, soweit unser München für den Moment, liebe Zuschauer. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Dann gibt es wieder die neuen Themen direkt aus der Landeshauptstadt. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch weiterhin viel Spaß mit unserem Programm auf München TV. Auf Wiederschauen.